Hallo Freunde, heute gibt es eine Oldslid-Show mit Yeshio. Und zwar sind wir letzte Mal an einer ganz bestimmten Stelle stehen geblieben. Ne? Wer kennt diese Tür? Genau, die Tür nach dieser langen Bahnfahrt. Und jetzt schauen wir mal, was dahinter ist. Erstmal ja nichts Besonderes, ne? Eine Lounge im Grünen. Ein Tisch. Was haben wir hier? Oh, das sieht mir aus wie ein Knast, wa? Scheint doch einer zu sein. Warum habe ich jetzt diesen Hebel da weggemacht? Weiß wieder keiner. Dann machen wir da mal einen neuen hin. So, funktioniert wieder. Hier kommen wir normalerweise raus. Genau, funktioniert auch. Wie gesagt, wir sind ganz weit ab vom Schuss. Hier ist nichts weiter außer genau dieser Kirche. Schon so eine Art Alpenstil gebaut, eine Bergkuppe. Hier unten, das könnte das Gefängnis sein, wo man, sag jetzt mal, so inquisitionelle Gefangene halt aufbewahrt hat. Die Kirche war ja früher noch ein bisschen mehr wie einfach nur ein Gebetshaus, sondern in vielen Bereichen ja auch die eigentliche Macht bzw. das Gericht und so weiter und so fort. Das ist das, was heute eher von den normalen Behörden geregelt wird. Und man sieht hier im weiten Umfeld nichts. Nur Wald, Wald und nochmal Wald. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal von innen an. Muss mal ein dringendes Wörtchen mit meinem Kettler hier sprechen. Er reagiert irgendwie immer sehr früh. Kommen wir von oben in diese Kirche rein. Einen anderen Zugang gibt es nicht. Hier haben wir in der Mitte den Turm. Nach oben geht. Hier die Bänke. Ein blaues Kreuz. Und hier wird dann die Predigt gehalten. Aber auf diesen Turm können wir ja noch gehen. Und von hier oben hat man auch noch mal eine schöne Aussicht über die Gegend. Das mit den Wald und den Bergen so schön hier. Und dann geht's mal wieder runter. Ihr wisst, was jetzt kommt. Eine richtig coole lange Bahnstrecke.
Zwischendurch sieht man immer mal wieder so Leitern vorbeiflitzen. Das sind Stellen, an denen ich nach oben geschaut habe, weil ich habe einfach diesen Tunnel hier ins Blaue wohlgebaut. Ja, und zwischenzeitlich dann immer mal an der Oberfläche geschaut, wie es denn da wohl aussieht, ob man da eine Kirche bauen kann, wie ich vorhatte. Aber das sah jedes Mal nicht so schön aus, dass ich da jetzt unbedingt was bauen wollte. Hier haben wir dann wieder unseren Tunnel. Genau. Hoppala. Hoch. Und schon sind wir wieder in dem Bereich, den wir kennen. Liege jetzt mit euch mal rüber Richtung der eigentlichen Stadtmauer hier. Die ist auch noch recht sehenswert. Wie gesagt, so Gänge nach unten noch, wo man, wenn einen das Spiel dann lässt, ah ja, jetzt nach unten kommt. Oh. Genau. Wie gesagt, auf zwei Ebenen hier, das ist sehr schön so angelegt, dass man hier mitten zwischendrin immer wieder den Bereich wechseln kann. Hier haben wir dann einen abgetrennten großen runden Bereich. Wenn ich jetzt hier noch einen hochgehe, dann bin ich im Freien und kann mir hier die Gegend noch anschauen. Sieht man noch die Pyramide, die erste zumindest ein bisschen besser. Da sieht man noch einen schönen hohen Turm. Dieses Bauwerk hier vorne, dieser Turm mit diesem ja, mit diesen Lavaspots unten drunter, das war ursprünglich mal wie so ein fliegendes, ja, wie so ein kleines Raumschiff gedacht. Und das hatte keinen Ständer drunter, das schwebte da einfach so mittendrin und hatte nur so einen ganz dünnen Glasübergang von dem Berg, der hier links mal gestanden hat, ging es dann darüber. So dass man das gar nicht gesehen hat, dass das eigentlich da noch eine Anbindung hat. So, hier geht es dann weiter. Hier sieht man, wenn hier runter geht, sieht man, dass hier so ein Übergang ist zu diesem großen Hotel, was da noch steht, was ihr noch nicht sehen konntet bis jetzt. Auf der anderen Seite dann dieser Kuppel, beziehungsweise dieser freischwebende, ehemals freischwebende Turm. Aber hier von diesem weißen Türmchen her kann man da dann rüber. Machen wir mal. Mal gucken, auf welcher Höhe das war. Hier sieht's gut aus. Hier hat mir Wand gefehlt, deswegen habe ich da einfach mal eine Tür hingesetzt. Auch nicht schlecht, ne? Eine Stadtwand. Oh je. Man sieht sich das an. Na. Nass rum. Geht nicht.
Wehrt sich noch. Na gut, dann so rum. Ist auch nicht schlimm. So, hier kann man dann nämlich Musik hören. Oder halt oben in so eine Art Aussichtsturm noch gehen. Und ja, sieht man auch diese Stadtmauer ganz gut. Alles so ein bisschen ineinander gebaut. Schauen wir uns das Ganze noch mal oben vom Turm an. Halt geschafft. Ja, Höhe braucht ihre Zeit, ne? Mal von hier oben auch schön die Landschaft genießen. In die Ferne schauen, ob der Feind naht. So in der Art, wie da unten diese schwarzen Türme sind, habe ich auch den Turm gebaut, der zu unserer Portalfestung gehört. Das sind ja 8 Türme und die habe ich da versucht nachzuempfinden. Weil mir dieser schwarze Stein halt sehr gut gefallen hat. So, damit das nicht wieder so lange dauert mit der Treppe, schweben wir jetzt mal hier runter. Oder wir können auch hier runter fallen. Ne? Jetzt, juhu. Ok. So. Dann schauen wir uns den Anbau hier noch eben an. Hier kommt von unten die Treppe von dem unteren Gang. Hier geht es noch ein tiefer. War so gemacht, dass man hier am Ende den Boden zumachen kann. Und den nirgendwo reinplumpst. Und hier landet man dann schon in diesem schwarzen Wachturm. Dieser ist ja nicht ganz so hoch, das heißt, da brauchen wir nicht ganz so lange, bis wir oben sind. Yeah, und runter. Von hier aus auch wieder runterspringen. Hier unten geht es dann raus. Da habe ich einfach mal so eine, auf mehreren Seiten so einen Ausgang gemacht. Das hier, das ist eine Art Munitionsbunker, den ich hier hingebaut habe. Heißt so eine Art. Hat ursprünglich mal auf einem Berg gestanden, den habe ich umgesetzt. Der hatte auch ursprünglich mal Kisten voll mit TNT. Inzwischen sind es Kisten, die leer sind. Na gut.
gibt doch Schlimmeres. Hier geht es dann auf diesen Anbau, wo es dann auf diese schmale Brücke rüber geht zu den Pyramiden. So, ich hoffe, das Zuschauen hat euch gefallen. Über ein Like oder Follow hier sowie Twitch würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ja, hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis bald, euer Yashiro.